Moin, ihr Spritzer. Wir gucken uns heute den Marshall JVM an. Viele Knöpfe, geiler Sound, eigentlich alles ja nicht so schwer. Bis gleich. So, was haben wir hier? Das Flaggschiff von Marshall. Eigentlich ist ja jeder Marshall Amp drin, den man sich so vorstellen kann. Von Clean bis Ultra Death Metal. Mit jeweils eigener Reverb-Steuerung. Das ist jeweils ein Amp. Erster Amp, zweiter Amp, dritter Amp mit Klangregelung, vierter Amp mit Klangregelung. Jede Amp-Stufe hat drei verschiedene Gain-Stufen. Grün, Orange, Rot. Wird jeweils das Gain verstärkt. Das geht für jeden Kanal. Je mehr man nach links geht, also 1, 2, 3, 4, wird der Amp immer schärfer im Gain. Hier seht ihr für jeden Amp die separate Hallregelung. Clean, OD1 und so weiter. Geht hier los, geht so runter. Weiter. Dann haben wir hier bekannt Endstufenbass, Presence, Master 1, Master 2, wenn ich Soli-Lautstärken auswählen will. Ich habe einen programmierbaren Footswitch, der befindet sich hier. Ich nutze den sogar, relativ praktisch. Cooles Teil, kann man anlernen. Was haben wir hier? Wir haben hier den ganz normalen Clean. Den kann ich bis zum AC/DC-Sound treiben, zeige ich euch dann mal ein bisschen was. Ich nutze den Kanal hier. Dann geht es hier los, wird es langsam so ein bisschen Plexi, JMP-mäßig. Der interessante Kanal ist eigentlich bei dem Amp der OD1, im Orangenen. Ich habe diese Settings recht aggressiv, viel mehr Gain, sage ich mal, als hier braucht man gar nicht, weil das Ding hat mehr als genug Gain. Alles, was weiter als, sag ich mal, 6 ist, fängt dann in meinen Augen an zu matschen. Werdet ihr da gleich hören. Hier unten wird es extrem aggressiv. Ich sag mal, Death Metal Solo-Bereich, was weiß ich, Gen-Zeug. 100 Watt. Ordentlich solide gebaut und den klassischen Marshall-Ton. Ich spiele mal ein paar Riffs. Ich gehe jetzt im Plexi-Kanal mal auf den roten Mode. Das war der Plexi-Kanal rot, jetzt geht's an den OD1 Orange, das ist der Kanal, den ich am meisten nutze. Eine Sache noch, der Amp ist laut und rauscht wie Sau, hört ihr jetzt? Hab ich gelöst mit einem Suhl Mini Noise Gate, hört sich dann so an, ohne, mit. Passt rein das Teil, zeige ich euch gleich. Los geht's. Nicht mehr zu sagen, oder? Ast rein. Roter Kanal, absoluter Braten. Auch hier wieder, ich mach mal das Noise Gate aus. Laut wie Sau. Zoom wieder an. Total top. Also ihr merkt schon, da geht es richtig zur Sache. Ich finde aber trotzdem, er verliert ein bisschen an Musikalität hier oben. Ich demonstriere das mal mit ein paar großen Akkorden. Zurück auf 1, Orange. We'll be right back.
klingt es einfach für mich subjektiv einfach ein bisschen musikalischer, ein bisschen mehr Höhen, mehr dieses 800er Gebölze, schöne Höhen dabei. Bei dem anderen ist es einfach viel mehr Soli ausgelegt, meine ich. Aber auch für Death Metal nehme ich das ganz gerne. Geile Sache. Der Reverb ist ganz nice in dem Amp verbaut. Ich habe den im Clean-Kanal auf ziemlich weit aufgerissen, auf 3/4. Ich zock noch mal kurz was, damit ihr das mal ein bisschen hören könnt. Watt Vollröhre Marshall, was gibt's Geileres? Gerade durch die Orange Box finde ich es mega geil. Vor allem, was findet ihr, soll ich lieber Englisch sprechen oder so labern, wie ich laber? Schönes Thüringer Ostdeutsch. Mal gucken, wie der YouTube-Algorithmus das in Untertitel kriegt. Ansonsten haben wir hier noch die Rückseite. Wir haben einen seriellen oder parallelen Loop, den ich auch nutze. Man sieht schön die Röhren glühen. Hier kommt der Fußschalter ran. Das sind die Effekte, die ich mit dem Amp nutze. All das hier ist ein Loop, Delay, ein kleiner Schimmer, ein Space Echo und ein Flanger. Damit kommt der Amp super zurecht. Ich spiele noch ein paar Riffs mit Effekten und dann war's das. Bis zum nächsten Mal. Jetzt gibt es noch mal eine Runde schönen 800er Sound. So, ihr Spritzer, das war der Marshall JVM. Ich habe heute mal gelabert, wie ich laber. Schreibt's mal rein, ist besser als Englisch. Soll ich so reden? Soll ich Englisch reden? Mal gucken, wie YouTube mit dem Untertitel klarkommt. Falls nicht, ist mir auch egal. Bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal übrigens kümmern wir uns um den Kollegen hier. Also, peace.